Also ich finde, dass das Stück eins der aktuellsten überhaupt ist. Erschreckend ist, dass das Stück Anfang der 90er Jahre geschrieben wurde und vom Alltagsfaschismus über Rechtsruck bis hin zu Migrationsfragen, Grundgesetzänderungen, sind das genau die Themen, die wir gerade in Deutschland diskutieren. Und das ist schon erschreckend, dass es 25 Jahre alt ist, das Stück, und eigentlich die Situation sich überhaupt nicht geändert hat. Wenn zu die 6 Millionen und paar Zerquetschte, die wir eh schon an Ausländern haben, weiterhin jährlich 500.000 Asylanten gestoßen wäre, dann, da kann ja jeder nach Adam und Lisa ausrechnen, wann dann der Deutsche in Deutschland in die Minderheit gerät. Was Krötz da geschrieben hat, ist im Augenblick ein ungeheuer wichtiges Stück für das Theater, weil es eine Situation beschreibt, die einerseits historisch ist. Hier spricht die Polizei! Bitte verlassen Sie die Versöhnungskirche! Gehen Sie nach draußen, halten Sie sich für den Abtransport bereit! Aber andererseits so brandaktuell ist, dass man sich fragt, was ist eigentlich in diesen 25 Jahren passiert. Der Ausländer kauft Häuser in Deutschland und ich kann nicht nach Disneyland fahren. Wenn er fleißig ist. Der fleißigste Türke ist immer noch fauler als der fleißigste Deutsche. Aber damit der Deutsche seine Überlegenheit nicht zeigen kann, nimmt der Türke ihm die Arbeit weg und macht sie. Es geht um Jugendliche in dem Stück, die arbeitslos sind. Inwieweit die, interessant ist, dass Krötz ja diese jungen Leute eher in Schutz nimmt und sagt, die geraten rein, die benutzen zum Teil auch Rechtsruck, um quasi auch eine eigene Arbeitslosigkeit überhaupt zu rechtfertigen für sich selbst. Und das sind eigentlich die Verlierer des Systems. Im Gegensatz zu denen, denen es ganz wichtig ist, wie das Ansehen Deutschlands im Ausland ist. Wenn er den Ansatz schmeißt, darf er in der Gruppe bleiben. Und wenn nicht, schmeißen sie ihn aus. Das wird doch in jedem anderen Fall Jugendstrafe bedeuten. Ich kann doch den Burm nicht lebenslänglich geben. Herr Kollege, die Welt will von uns Taten sehen und nicht Psychologie. Deutschland braucht ein deutliches Zeichen. Die ästhetische Umsetzung ist natürlich dann eine Frage. Und wir haben es quasi fast wie einen Bilderbogen, einen politischen Bilderbogen, Momentaufnahmen aus Deutschland überschrieben. Und das haben wir auch versucht auf die Bühne zu bringen.